Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zum Jurassic Park Evolution. Ja, und was wollen wir in dieser Folge machen? Wir wollen unsere Aufgaben mal erfüllen. Und zwar brauchen wir immer noch eine Dinosaurierbewertung von 3 Sternen. Und ja, die Frage ist, wie erreichen wir die? Warum haben wir die noch nicht? Hier laufen doch genügend Leute rum. Und vor allen Dingen, wo sehe ich das? Oh, hier ist ja eine Karte. Die habe ich ja noch gar nicht entdeckt gehabt. Da haben wir schon was Neues. Hier können wir unsere ganzen Gebäude sehen und sehen, wo was ist und wo der Strom herläuft und überhaupt. Das ist ja auch mal sehr interessant. Sehr schön. Hier sehen wir unsere Dinosaurier. Und da sehen wir auch schon, dass ein Kalle hier hat das Alpha-Tier übernommen. Die sind aber alle ganz friedlich. Und hier die Charlie 4.0 ist das Alpha-Tier. Charlie 2 ist ja leider verstorben. Hier ist das Ranger-Team. Und noch der Flug, der Platz und so weiter und so fort. Alles klar. Ah, okay. Kann man auch noch einzeln durchschalten. Sehr schön. Okay, haben wir auch mal wieder was Neues entdeckt. So, das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte eigentlich Inselbewertung. So, Dinosaurierbewertung. Wie können wir die jetzt noch verbessern? Einzigartige, da haben wir schon 4 von 4 Grundbewertung. 9 Dinosaurier. Vielleicht noch mehr Dinosaurier reinsetzen. Vielleicht Modifikationen. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Missionen, die vernachlässigen wir immer. Da ist abgeschlossen. Wir haben hier noch eins. Beschaffen Sie 50% des folgenden Genoms. Entmontosaurus. Welcher war das jetzt nochmal? Ich habe das schon wieder vergessen. Entmontosaurus. Gucken wir mal einmal hier. Brutkasten. Entmontosaurus war er hier, unser Kili. Ja, da wir sowieso ja unseren Ruf noch verbessern müssen und sowas mit mehr Dinosauriern, können wir ja vielleicht von jedem hier einfach nochmal einen machen. Das Gehege ist ja groß genug. So, hier noch ein. Da könnten wir ja jetzt hier vielleicht auch nochmal ein bisschen modifizieren. Ein bisschen die Gerbi-Population. Population verstärken. Da haben wir, ach so, da haben wir ja schon. Belastbarkeit. Belastbarkeit wäre auch gut. Wo sehe ich denn, dass ich das... Ah, da plus 5 und Bewertung ist plus 2. Nehmen wir. Und das hier ist noch gesperrt. Okay, da müssten wir forschen. Dann brüten wir da nochmal ein Gerbi aus. Und der Platz ist noch gesperrt. Alles klar. Da müssen wir uns auch noch mal weiterentwickeln. Da wollte ich gar nicht hin. Was wollte ich denn? Hier forschen müssen wir auch noch mal. Sterne sind wir gerade dran. Gewinn für Gästeanlagen müssen wir auch noch mal ein bisschen erhöhen. Hier war doch hier hinten. Da war doch unser Kleiderladen. Was verkaufen wir denn da überhaupt? Ein Dino-Hut. Wir können ja mal ein Dino-Shirt verkaufen für 11. Einnahmen, da haben wir Einnahmen gleich Ausgaben, das ist auch vielleicht auch, da machen wir ein bisschen höher hier. So, das muss man ja auch noch irgendwie im Blick haben, dass wir mehr Einnahmen als Ausgaben haben. So, da kann der Dinosaurier freigelassen werden, ich wollte aber einmal hier auch nochmal gucken. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr. Da können wir aber auch noch mal ein Tacken höher gehen. Wir brauchen ja Geld. Wir brauchen immer Geld. Geld regiert die Welt, meine Lieben. So ist es leider. So, da ist alles super. Da ist in Ordnung. So, da können wir in Zukunft können wir ja mal gucken, ob wir da noch mehr dann auch noch mal hinsetzen. Hier können wir gar nichts machen, ne? Gewinnen. Achso, das gewinnt einfach. Das ist auch schön. Das ist auch schön. Da müssen wir eigentlich noch mehr von haben. So, aber jetzt können wir hier. Wen können wir denn freilassen? Wir können beide freilassen.
lassen wir erstmal den Kili, ich glaube 3.0 war es. Haben wir ja schon gesehen. Schauen Sie, es ist ein Balanceakt. Ich verstehe Sie, wir alle verstehen Sie. Claire vielleicht nicht. Aber der Punkt ist, Sie müssen Ihren Dinosauriern den nötigen Platz bieten. Und dieses Mini-Gehege reicht nicht. Ein Mini-Gehege? Ich fand, unser Mini-Gehege ist... Oder meint er jetzt hier das da vorne? Das ist doch Quatsch, das bleibt doch nicht so. Wenn Sie sich gut schlagen, stehe auch ich besser da. Das werde ich nicht vergessen. So ein Quatsch. Wir bleiben ja nicht in dem Mini-Gehege. Sonst können wir das ja wirklich... Wir hatten ja mal überlegt, ob wir das weiter rumführen. Das Gehege. Links und rechts. Gut, das... Das Gehege von den Charlies können wir nicht erweitern. So, aber hier machen wir erstmal Tor auf, damit Kili 3.0 zu seinen Artgenossen kann. Und auch gleich wieder zu. Und die anderen begrüßen ihn sogar. Oh, nee, der wollte nur fressen. Okay. So, aber 3 Stück haben wir. Und wir können auch mal, da können wir echt mal ein Foto von machen. Da könnten wir echt mal ein Foto von machen. So, und hier haben wir nochmal ein Gerbi-Exemplar. Ich weiß gar nicht, der wievielte ist es mittlerweile. Mit getürkter Statistik. Weiß ich gar nicht. Ich meine, der 6. mit getürkter Statistik. Schön, wie wir das Spiel nur ein bisschen manipulieren hier. So, Tür öffnen, dann kannst du auch nach draußen. Und unsere Bewertung steigt. Seht ihr das? Bewertung steigt. Na komm schon, keine Angst. Sehr gut. So, und so langsam wird ihr wirklich ein bisschen voll. Zur Vollkommenheit müssen wir eigentlich auch noch einen Kalle machen. Kommen wir gar nicht drum rum. Hier, wir machen noch einen Kalle. So. Wie schön es ist. Denen geht's echt gut hier. Hoffe ich jedenfalls. Sehen jedenfalls alle relativ zufrieden aus. Ausbrüten fehlgeschlagen. Der Kalle will nicht schlüpfen. Warum will der Kalle nicht schlüpfen? Wir versuchen es gleich nochmal. 72 müsste eigentlich reichen. So, aber wir könnten wirklich das Gehege hier vielleicht ein bisschen größer machen. Hier ein bisschen größer machen, hier rum. Wir machen das Wasser ein bisschen weit weg. Und dann haben wir hier vielleicht... hier so ein Zipfel vielleicht. Ich meine, ist schwieriger zu bewachen, aber wir haben mehr Platz. Für die ganzen. Sonst sind die so eingefärcht, ne? Und vielleicht könnten wir dann ja hier das Gehege irgendwann ein bisschen nach Dieser weiter Auftrag links ziehen. Scheint wichtig zu sein. Sie sollten ihn in Betracht ziehen. Bauen Sie Besucherschutzräume. Hatten wir ja schon mal. Bauen wir halt noch einen. Wir haben also die Einnahmen, da können wir nicht drüber meckern. Wir haben mittlerweile 14 Millionen. Also ich glaube, da brauchen wir im Moment nicht so aufs Geld schauen. Gut. So ein Hotel. Wir müssten hier auch nochmal irgendwo so ein Hotel hinbauen. So, wir versuchen das jetzt einfach mal. Gehege. So, Zaun. Nee, Futterstation, nicht Zaun. So. Dann gehen wir einfach mal hier dran und machen das Gehege hier ein bisschen größer. Müssen wir natürlich dann den Weg wegmachen, das ist schon klar. Wohl. So, hier. Ich möchte die Grenzen jetzt ein bisschen ausnutzen. So, hier rum vielleicht noch. Darum noch größer machen können wir es ja immer noch. So, da sind die Grenzen auch schon hier zu Ende. Und hier rum,
Dann machen wir wirklich hier den Weg weg. Verbaut, verbaut, verbaut. Gehen wir hier hinterher. Dann können die Leute halt da nicht mehr her. Aber es ist ja wohl nicht so schlimm, ne? Das ist ja wohl nicht so schlimm. Wieso ist denn hier jetzt verbaut? Hallo? So, und? Verbaut, verbaut da. Nein. Hä? Ist das jetzt wegen dem Weg? Da ging es doch auch über den Weg, oder? Müssen wir den Weg erst wegmachen vielleicht? Gut, machen wir den Weg hier mal weg. So, und jetzt nochmal in die Zäune rein. In die Zäune rein. Mhm. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Alles gut, alles gut. So, dann machen wir hier den Weg, machen wir auch gleich weg. Da braucht ja keiner langlaufen. Mist. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ich wollte in den Zaun, wollte ich schon lassen. Sonst haben wir hier gleich eine Sicherheitslücke und keiner weiß warum. So, wo ist denn jetzt hier mein anderer Zaun? Da. Ist jetzt alles wieder zu? Hier steht jetzt ein Stück Zaun rum. Den müssen wir noch wegmachen. Ja. So, jetzt müsste aber alles. Haben wir jetzt in, wir haben jetzt überall Elektro, ne? Elektrozäune. Okay, so, hier oben, so. Ja, das sieht doch schön aus. Sieht doch schön aus. Wir machen aber jetzt hier mal die Bäume weg. Wie machen wir die weg? Hier. Wow. Wow. Wir roden mal ein bisschen. So ein bisschen nur. So ein bisschen. Damit die Leute ein bisschen was sehen können. Die können ja immer noch. Das sind ja noch genug Bäume. So, hier ist richtig viel Wald und so. Aber dann haben wir es richtig schön groß. Wir können ganz viele Tiere unterbringen. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, hier vorne können die weg. Jetzt haben sie hier noch genügend Wald, da noch Wald, hier noch Wald. Also das sollte alles gut sein. Jetzt müssten wir ein bisschen den Boden... genau, hier. So, Wasser soll ja schon noch da sein, aber nicht unbedingt überall. So, da können sie auf jeden Fall trinken. Hier brauchen sie nicht trinken. Dann haben sie hier Wasser und hier Wasser. Sollte ja wohl reichen. Dann können wir nämlich hier noch so Beobachtungsstationen eventuell hinmachen. Hier vielleicht. Wo war das nochmal? Auch bei Gehegen, glaube ich. Da, Beobachtungsding. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd hier geplant. Wir hätten den Weg doch anders legen sollen. Wartet mal, dann machen wir das auch nochmal weg. Einfach den Leuten unterm Hintern wegreißen. Ist nur zu eurem Besten. So, und jetzt können wir... Moment, dann machen wir jetzt erst... Nee, das war falsch. Wir machen erst diese Beobachtungsgalerie hier hin. Hier so. Moment, einmal drehen. Hier so. Ne? Dann können die was da sehen. Die können in die Richtung schauen. Und der liegt jetzt auch ein bisschen blöde. Aber naja. Man kann ja nicht alles haben. So. Jetzt Weg. Müssen wir ja jetzt auch hier wieder lang bauen. Hier so lang. Da so lang. Von hier natürlich... im Wasser.
Ach so, da ist auch noch Wasser. Dann müssen wir das, das machen wir jetzt auch noch mal weg. So, hier ist kein Wasser mehr. Da braucht gar kein Wasser hin. Da kann man was Sinnvolleres hinbauen als Wasser. So. Die Bäume können wir hier auch mal wegmachen. Da brauchen keine Bäume. Die Leute brauchen keine Bäume. Wozu brauchen die Leute Bäume? So. Und hier könnten wir mal einmal hier gerade machen. Kann man das hier mit gerade machen vielleicht? Hier so. Ein bisschen gerade machen. So. Okay, das haben wir auch. Jetzt muss der Weg hier noch weiter hin. So. Oh, der macht richtig schöne Schlenker hier. So. Sehr schön, sehr schön. So, hier haben die Dinos auf jeden Fall ein bisschen Schutz. Hier können die Leute die aber noch betrachten. Dann machen wir natürlich hier auch noch Futterstationen hin. Gehege, Futterstation. Für die Pflanzenfresser selbstverständlich. Also hier. Und hier. Und vielleicht noch hier. Hier ist alles verbaut, okay. Da. Und da. Und nochmal ein hier. So. Das sieht doch sehr schick aus. Dann können die hier jetzt bald rüberlaufen. Können wir eigentlich schon offen machen, oder? Können wir das offen machen schon? Habe ich an alles gedacht. Ich hoffe. So, der kann weg. Der kann weg. Sehr gut. So, das müsste es eigentlich gewesen sein. Jetzt haben wir das Gehege hier komplett erweitert bis nach hier hinten hin. Die Leute können auch was sehen. Wie gesagt, wir wollen ja auch irgendwann so eine Schienenbahn da haben. 2,6 Sterne haben wir. Was ist mit hier? Ah, okay. Jetzt haben wir endlich einen Kalle. Der hat es auch jetzt endlich geschafft, sich zu vermehren. Das ist der Kalle 3.0. Hey, Sie haben da einen Triceratops ausgebrütet. Jetzt sieht er noch süß aus. Aber nur für eine knappe Woche. Wie für eine knappe Woche? Ich finde, der sieht super, super putzig aus. Und zwar für immer. Das ist auch ein perfektes Haustier. So, Kalle 3.0. Kannst auch laufen. Nee, jetzt sind wir schon wieder bei Kili. Deine Artgenossen, die halten sich immer sehr nah am Tor hier auf. Ja gut, die wollen alle fressen, ne? Hallo, du musst hier rüber. Komm hier rüber, da hinten sind die Fleischfresser. Da möchtest du nicht hin. Komm her, hier gibt auch Futter. Und anderer Kalle rennt da ja nicht rein. Beide nicht. Hört jetzt auf mich. Hey! Was? Hallo! Sind die Kalles dämlich. Ja, nun. Gut. Eigentlich solltet ihr rauskommen und nicht da reingehen. Aber schön, dass ihr mittlerweile... Ich seh dreifach. Das ist schön. Die unterhalten sich auch. Können wir mal ein bisschen lauschen. Keine Ahnung, was die sich da erzählen. So, aber er hat die Schnauze voll. Ach ja, Gerbi, genau, du oberwitziger Kleiner. Ihr müsst auch alle hier reingucken, ne? Ist klar. Leute. Wie wär's denn mal, wenn ihr hier... Guck mal, das Gehege geht hier noch so rum. Hier, guckt euch das an. Hier ist auch ganz viel Futterstation. Ganz viel, die könnten wir mal ein bisschen, dass das nicht ewig erneuert wird. 14. Hm. Wieso bin ich jetzt hier gelandet?
In. Ach, da. So. 10, 11, 12. So, das ist so. Man muss ja nicht alle immer irgendwie jetzt erneuern. Und wir bräuchten mal eine zweite Ranger-Station oder sowas. Damit wir die hinterher auch auffüllen können. Kommen die denn jetzt hier durch oder haben die eigentlich, die haben sich hier so mit ihrem Territorium abgefunden, dass sie da gar keinen Bock drauf haben? Habe ich so das Gefühl. So, und ihr fühlt euch da alle ganz wohl? Guckt euch das an. Sehr faszinierend. Aber die stehen noch da mitten im Wasser, also die können noch hier rüber, oder nicht? Die Kilis sind mehr an den Charlies interessiert. Die interessiert das nicht, die Bohne, dass ich hier ein wunderschönes, neues, größeres Gehege gemacht habe. Und da auch Futter steht. Guck mal, der Kalle jagt den Kili. Was soll denn das? Und die Gerbis, die verziehen sich hier alle in das kleine Gehege. Da soll jemand mal drauf schlau werden. Ja, Kili hat jetzt auch schon keinen Bock mehr. Ich könnte ihn auch stundenlang einfach jetzt so ein bisschen zugucken. So, jetzt können wir ganz schnell zumachen. Na, nicht Kalle. Nein, Tor. Wo ist das Tor? Da war das Tor. Nicht Kalle. Oh, mein Gott. Ich wollte das Tor zumachen. So, Tor schließen. Jetzt aber. So. Ich sah schon wieder kommen, dass Kalle da einfach reinläuft. So, aber jetzt haben wir unsere Population ein wenig erhöht und wir haben aber immer noch nur 2,8 Sterne. Das ist ja blöd. Wir müssen also noch irgendwas anderes machen. Hatten wir nicht so ein neues Genom irgendwie, was wir erforschen konnten? War da nicht was? Schauen mal hier. Da, sehr gut. 0%? 0%, aha. Na, gucken wir einfach mal rein. Achso, das heißt 0% erforscht wahrscheinlich. So. Achso, ein Schutzraum. Einen Schutzraum brauchen wir auch noch. Wo war denn dieser Schutzraum? War der für Gäste? Ranger. Die anderen sind auch noch nicht. Da Gäste-Schutzraum. Sehr schön. Den machen wir jetzt. Der eine ist da vorne. Den könnten wir jetzt ein bisschen näher hier hinten machen. So weit hinten vielleicht auch nicht. Hier so irgendwo. Hier so. Hier. Hallo. Hier. Hallo. Hallo. Schutzraum. Macht ja Sinn an so einem Gehege. So, aber hier, die kommen einfach nicht rüber. Die kommen einfach nicht rüber. Vielleicht haben wir doch irgendwas falsch gemacht. Ein bisschen doch hier Landschaft. Gucken wir mal einmal. Hier ein bisschen die Bäume weg. Ich sehe sonst gar nichts. Die Gäste sehen ja hier in den Bäumen auch nichts. Ein bisschen roden hier, ein bisschen roden. So, jetzt müsste das auch ein bisschen. Wir gucken mal einmal hier rein. Den Umspannberg brauche ich nicht. Hier, so. Jetzt haben wir ein bisschen weitere Fläche und da kann man sogar bis nach da drüben schauen. Sehr schön. Ja, das läuft doch so. Und eigentlich können die hier locker flockig rüber. Hier können die locker flockig rüber. Na, wird wohl schon noch. Fuß vom Gas gibt's erst, nachdem der Auftrag erledigt und die Ziellinie erreicht ist. Ja, wir sind hier beim Autorennen gelandet. Ich weiß gar nicht, welchen Erfolg wir jetzt hatten. Ich glaube, den für den Schutzraum. Aber irgendwie hinken wir mit der Dinosaurierbewertung ein wenig hinterher.
Vielleicht wird das was, wenn wir dann wirklich unsere Fossilien, da kommen sie schon, extrahiert haben und ein neues Exemplar herstellen können. Das alles machen wir aber in der nächsten Folge, meine Lieben. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und die ganzen anderen Videos auch. Und ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne auf den Abo-Button klicken. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.